Yo Leute, herzlich willkommen zu einem Kanalcheck bzw. einer Kanalanalyse von Jessica Makeup und ich hoffe, dass ich hier gute Kritik geben kann und auch Verbesserungsvorschläge, damit du, Jesse, deinen Kanal verbessern kannst. Wir fangen jetzt einfach mal an, von oben nach unten, erstmal mit dem Banner. Da habe ich dir schon gesagt, dass das ein bisschen wenig ist, weil Beauty und Make-up heißt für mich auch mehr, viele Farben und so. Und ja, das ist halt ein bisschen schwach. Und deswegen habe ich jetzt was vorbereitet, da zeige ich dir mal, wie du ganz schnell einen Banner verbessern kannst. Und zwar hier in Photoshop, was du dir kostenlos als Testversion auch runterladen kannst. Dein Banner sieht jetzt ungefähr so aus und das hier sind einfach die, das ist eine Vorlage für die Maße, damit man weiß, wie groß das Banner sein muss und so. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir packen hier mal so einen Hintergrund rein und dunkeln den ab. Dann haben wir schon mal ein bisschen was hinten, anstatt so eine schwarze Fläche. Dann habe ich gesehen, dass du hier viele Thumbnails hast mit schwarzem Hintergrund. Da kann man dich ganz locker ausschneiden und dich dann ins Banner einfügen. Ups. Zum Beispiel habe ich jetzt zwei Models gefunden, random aus Google. Und es würde dann ungefähr so aussehen und nur halt mit dir. Von dir habe ich ja keine Bilder. Und dann machst du ja Make-up-Tutorials und Challenges und so weiter. Und das steht hier halt nicht drauf, weil wenn man hier jetzt aufs Banner, wenn man sich das anguckt, dann weiß man nicht, was auf dem Kanal so abgeht. Aber man kann sich natürlich denken wegen Make-up, aber es steht halt hier nichts. Und deswegen dachte ich, man kann hier vielleicht dann sowas reinpacken wie so, Make-up-Tests und Tutorials mit einem kleinen weißen Rand. In dem Fall, ich habe mir jetzt keine großen Gedanken um die Farben gemacht, weil ich das einfach nur schnell machen wollte. So ein kleiner Rand mit Größe 3 um die Schrift. Dann könnte man diese Schrift auch noch nehmen und hier einen kleinen Glow hinten reinpacken, weil die Komplementärfarbe zu Pink ist, soweit ich weiß, so Neongrün oder Beige. Bin mir jetzt nicht sicher. Hab jetzt auch nicht nachgeguckt, leider. Und dann könnte man halt diesen Glow reinpacken, den kannst du halt krass machen oder fast nichts oder halt. Jetzt lassen wir es einfach mal so und gucken, was dann passiert. Und dann, ja, dann habe ich mir noch einen anderen Hintergrund ausgesucht. Das wäre dann zum Beispiel der hier. Den kann man auch noch abdunkeln. Sieht auch ganz gut aus, finde ich. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem und klatschen hier in den Hintergrund. Dann geht man hier oben auf Filter, Render und dann auf Lighting Effects, Beleuchtungseffekte auf Deutsch wahrscheinlich, ne? Und dann kann man hier wählen, welcher Punkt beleuchtet sein soll. Man kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ja, ich will, dass in der Mitte Beleuchtung ist und dass dann rechts und links halt weniger ist. Und dann kannst du hier dann so hier ein bisschen die Ambience hoch, runterstellen, wie du Bock hast. Du kannst die Beleuchtung auch farblich verändern in grün, in meinetwegen rot, weiß ist Standard, schwarz bringt nichts. Blau kannst du machen, ich lasse es jetzt mal auf, ich mach mal gelb. Man sieht es eh nicht so krass. So, und dann kannst du hier auch wählen, wie weit das Ganze gehen soll hier. So, lassen wir das mal so. Und dann haben wir hier jetzt anstatt, aber jetzt hast du halt hier links und rechts nichts mehr wegen der Beleuchtung. Aber wenn du die wieder rausnimmst, dann kannst du das, dann hast du wieder das gleiche wie vorher. So, dann haben wir jetzt anstatt einfach einen Banner mit schwarzem Hintergrund und einer etwas langweiligeren Schrift, haben wir jetzt dann sowas. Und ich finde, das sieht jetzt auch nicht gut aus, aber ja, es hat halt 5 Minuten gedauert, das zu machen. Gut, so viel dazu. Dann könntest du hier, weil du hast hier geschrieben, beziehungsweise gesagt, dass man dich aus Instagram kennt. Wir gucken uns einfach mal hier das erste Video an. Kurz. Hey Leute, mein Name ist Jessie. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Instagram. Ihr habt mir super viele Nachrichten geschrieben, ich soll doch mal mit YouTube anfangen. Und ich habe euch dann eine Umfrage auf Instagram gestartet, was ihr denn gerne als erstes Video sehen würdet. Die meisten von euch haben für Style & Talk sich entschieden. Und da habe ich gedacht, fange ich einfach an mit einem Style & Talk. Erzähle euch ein bisschen, was ich auf meinem Kanal machen möchte, was ich auf Instagram weitermachen möchte und einfach ein bisschen was von mir. Ja, also Instagram, ne? Und wenn du ja Instagram hast, dann kannst du das hier auch hier reinpacken. Instagram. Zum Beispiel, das geht einfach so. Du musst auf Kanal bearbeiten gehen
Und dann hier auf deine Kanalinfo und ganz unten findest du dann diesen Punkt links, wo bei dir wahrscheinlich jetzt noch nichts drin ist, aber dann kannst du hier drauf gehen. Dann kannst du hier alles eintragen, Facebook, Twitter, Instagram, was weiß ich, was du alles hast, kannst du hier eintragen und das erscheint dann hier oben. Das würde ich dir auch raten. Das ist, erstens sieht es halt besser aus und zweitens ist es halt viel einfacher für die Leute dann einfach hier drauf zu klicken, als in deinem Video irgendwo in der Beschreibung deinen Instagram-Link zu suchen und dann da drauf zu klicken. Das ist halt, ich klicke drauf, bin sofort dort, das ist viel besser. So. Gut, das hätten wir. Dann gehen wir mal auf die Kanalinfo direkt, damit wir das uns mal angucken. Hier steht, dass der Kanal Werbung beinhaltet und Personen genannt werden. Das heißt nicht automatisch, dass du die Produkte gesponsert bekommst oder bezahlt wirst. Okay. Dann hier ist Kontakt für geschäftliche Anfragen, die E-Mail und private Nachrichten auf Instagram. So, erstens, das kannst du drin lassen, das hier, dass du nicht bezahlt bist und so. Das ist sehr gut, das kannst du echt machen. Aber ich würde da jetzt auch noch hinschreiben, hey Leute, was weiß ich, ich mache, willkommen auf meinem Beauty-Kanal, ich mache hier Tests, Make-up-Tests, zeige euch, wie man sich am besten da schminkt, also mit Tutorials und so weiter, damit man halt auch aus der Kanalinfo direkt weiß, was da jetzt abgeht auf dem Kanal. Und dann hier müsstest du einen Absatz reinpacken, das sieht besser aus, aber das ist, ja. Egal. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, dieser Instagram-Link, guck mal, funktioniert nicht. Also hier so und dann funktioniert es einfach nicht. Seite ist nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob du jetzt deinen Namen da geändert hast oder so. Auf jeden Fall solltest du das auch nochmal irgendwie aktualisieren. Ich habe dich da auch so nett gefunden über den Namen. Ja, also das solltest du noch ändern. Also wie gesagt, hier oben da, was du machst, das kannst du drin lassen. Hier einen schönen Absatz rein, da noch einen Absatz und dann hier deinen richtigen Kanal Instagram-Link, weil das funktioniert ja nicht. So, Diskussion, ist da was drin? Nö, bei mir auch nicht, macht nichts. Dann schauen wir uns mal kurz an, was du hier für Videos hast. Du hast gesagt, dass ich mir die letzten zwei angucken soll, weil die sind jetzt nicht unbedingt mit Make-up, aber da in deinem Kanal geht es um Make-up, deswegen gucke ich mir ein Make-up-Video an. Auch wenn ich davon jetzt keine Ahnung habe, aber ich bewerte ja nicht, worum es geht, sondern deine Quali. Also, go. Oh, Scheiße. Also, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich heute, also an dem Tag, wo ich jetzt drehe, mein Paket von 183 Days erhalten habe. Es ist mein erstes PR-Paket, was mich allerdings nicht davon abhält, ehrlich zu euch zu sein. Ich weiß, dass in der Vergangenheit einige der großen Influencer, auch wenn sie an der Kampagne beteiligt waren, von 183 Days, als sie neu rauskamen, beteiligt waren, nicht gut über die Marke gesprochen haben. Ich muss sagen, ich habe mich davon auch leider beeinflussen lassen und habe mir entsprechend sehr lange nichts von ihnen gekauft. Okay, als erstes, ich habe keine Ahnung, worüber du da redest, aber das ist ja auch Wurst. Ich verstehe nichts. Zweitens, top Soundqualität. Also man hört dich perfekt. Das ist echt, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist eine super Qualität, finde ich. Auch die Bildqualität ist sehr gut. Und hast du da einen Greenscreen benutzt? Weil ich sehe hier so einen Rand. Ich glaube, das ist ein Greenscreen, oder? Auf jeden Fall, wenn es ein Greenscreen ist, sieht es auch gut aus. Wenn es keiner ist, sieht es trotzdem gut aus. Also Bildqualität top und Soundqualität top. Aber jetzt gehen wir mal auf ein anderes Video, und zwar das hier mit den Süßigkeiten. Das habe ich mir auch angeguckt. Da bist du mit deiner Freundin. Es dauert ein bisschen bei mir. Das Internet spinnt gerade wieder. Ist natürlich toll, wenn man einen Kanal-Check macht. Ah. Hat mich nur 13 Euro gekostet, hätte ich nicht gedacht. Das ist einmal dieser ganze Tisch voll Diabetes. Und wenn ihr sehen wollt, wie ekelhaft es geworden ist, dann bleibt jetzt. Ja, na, mein Internet spinnt, deswegen hat man jetzt das Video in schlechter Qualität. Ich bin wieder gesponsert von einer dieser Süßigkeitenmarken, noch von Rofu Kinderland dafür. Und ich würde sagen, dann legen wir jetzt los und essen mal das erste von diesen tollen Süßigkeiten. Als erstes haben wir diese schöne Pink. Alles klar, ihr testet Süßigkeiten. Ich habe mir das Video fast ganz angeguckt. Und yo.
Es sieht hier jetzt schlecht aus, weil meine Bildqualität kacke ist. Aber sonst, original, wenn man es richtig anguckt, dann ist die Bildqualität sehr gut. Soundqualität wieder mal top. Hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Einzige, was ich jetzt anders gemacht hätte, ist an der Stelle, wo ihr in den Supermarkt geht und einkauft. Das wäre hier. Wenn es jetzt lädt. Jetzt. Hier. Cola? Mir ist safe nachher richtig schlecht. Ah, hier die Dinger. Genau das, da hätte ich jetzt die Kamera bzw. das Handy quer gehalten, weil dann wären diese schwarzen Balken nicht da. Dann würde man auch mehr vom Regal sehen. Gut, in dem Moment denkt man nicht dran. Ich habe sowas auch schon gemacht und danach mich geärgert. Aber ist egal. Also Bildqualität top, Soundqualität top. Likes hast du auch, du hast 400 Aufrufe, hey, das ist top, das ist sehr gut. Guck mal, das Video ist erst vor 5 Tagen rausgekommen. 400 Aufrufe, also sehr schön. Und das hier ist der Insta von deiner Freundin, das ist nicht deiner. Ach, da ist dein Insta-Link. Okay, das ist wohl der richtige Link, den musst du dann in die Kanalinfo reinsetzen. Hast du wohl nur vergessen. Dann kommen wir zu den Tags hier. Die Tags, die du benutzt hast, passen alle zu dem, was hier im Video gezeigt und gesagt wird. Es geht hier um Süßigkeiten, also hast du Süßigkeiten drin. 90er passt, weil das sind alte Süßigkeiten aus den 90ern. 90s Kids kannst du reinmachen. Diabetes bekommen ist witzig. Lass das drin. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. 90er Jahre, Monster Ball, Puffreis, Center Shock, saure Süßigkeiten, alles top, kann man nicht meckern. Tags passen dazu, kein Schrott drin, keine. Wie ich dann immer sage, so Clickbaits im Text, in den Text, zum Beispiel Gronkh oder so, ne, ist nichts drin, da ist alles top. Und was man hier jetzt noch sehen kann, ist das SEO-Score 28 und dann hier steht Keywords in Description 0 von 5, ja, und weil das bedeutet einfach, dass du von diesen Tags, die du hier hast, keinen in der Beschreibung drin hast. Und wenn du das machst, dann geht der Score nach oben und dein Video wird auch besser in den Suchmaschinen angezeigt bzw. gefunden. Und das solltest du machen, weil in der Beschreibung vom Video steht überhaupt nichts von, vom Thema, was du hier machst. Dann könntest du, hey Freunde, hallo, Verstärkung von Ricky, okay. Wir testen Süßigkeiten aus den 90ern, zum Beispiel Center Shock, Monster Ball und andere saure Süßigkeiten. Ja, und vielleicht noch irgendwie Diabetes bekommen noch reinpacken, das wäre auch witzig. Genau, und dann hast du, wenn du das machst, dann hast du schon mal hier nicht mehr eine 0, sondern eine 5 und das passt. Tag Volume ist einfach, welche Suchbegriffe davon in YouTube oft gesucht werden. Davon ist jetzt keins dabei, es macht aber auch nichts. Aber wie gesagt, das Keywords in Description, das würde ich machen an deiner Stelle. Und Triple Keywords, das ist einfach, dass die Keywords, die Tags in der Beschreibung und im Titel sind. Zum Beispiel könntest du hier jetzt auch Let's Eat, wie schmecken die Süßigkeiten aus den 90ern, könntest du zum Beispiel schreiben. Oder ja. Und dann in Klammern Center Shock, Monster Ball und so weiter. Das würde dann bedeuten, dass hier sich die Zahl auch erhöht bei Triple Keywords. Dann ist das nämlich auch noch in dem Titel drin. Und der Titel ist auch wieder da für die Suche in Google oder in YouTube. Und dann wird das Video auch besser gefunden, wenn du das da drin hast. Also immer die Tags auch da und da mit reinpacken. Das ist eigentlich dann das Beste, was du machen kannst. Ansonsten gibt es hier nichts zu meckern. Perfekt. Ja, echt. Hast du Endkarten? Du hast Karten drin, da brauche ich jetzt auch nicht mehr meckern. Also sonst, ja. Ich finde es gut. Und genau, dann gehen wir mal weiter auf deine Playlist. Da ist auch alles ganz gut geordnet, habe ich gesehen. Tutorials, First Impressions, das heißt Produkttests. Das heißt bei mir First Looks für Games. Das ist top so. Meine Routine, das ist halt, was du. Entschuldigung. Was du da halt, ja, deine Schminke und Hey so, dein Leute, Make-up ich halt. möchte mit euch so eine kleine Serie anfangen. Ich möchte euch in einzelnen Videos zeigen, wie ich meine Make-up-Routine mache. Heute würde ich mit. Hey Genau, Leute,
Das sieht jetzt auch nach Greenscreen aus hinten, nur halt an schwarz. Klappt auf jeden Fall. Da hatte ich schon bei mir selber schon andere Probleme mit dem Greenscreen vorher. Und dann hier hast du jetzt zu wenig Text drin, sagt er. Ja gut, du kannst deine alten Videos ja auch noch ein bisschen, beziehungsweise so alt ist es nicht, aber du kannst die älteren Videos auch noch ein bisschen mit Text versehen, dass dann halt wieder das hier passt mit Keywords in Description und Triple Keywords und Tag Count, weil da so halt wenig Text drin sind, da kannst du noch ein paar reinschmeißen, ist immer besser. Aber die müssen halt auch zum Thema passen. Zum Beispiel würde ich jetzt als Tag Augenbrauen eingeben. Hast du schon? Okay. Aber was mir aufgefallen ist, bei diesem Süßigkeiten-Video, da habe ich mir, als ich es angeguckt habe, ohne die Tags zu sehen, ist mir aufgefallen, dass, da habe ich mir überlegt, welche Tags würde ich jetzt nehmen. Dann klicke ich auf das Video, also auf die Tags, und dann sehe ich genau die Tags, die ich benutzt hätte. 90er Jahre Süßigkeiten und so weiter. Und jo, hat mich gefreut, dass das halt schon drin ist. Hier, Uploads eigene Playlists. Klar, du hast deine Playlist aufgezählt, aber pack doch, du hast ja eh nur drei Playlists. Das ist dann nicht zu viel, wenn du da alle beide nochmal reintust. Zum Beispiel diese Produkttests auch nochmal hier als Playlist und Tutorials als Playlist. Musst du nicht, würde ich so machen, aber das ist Geschmackssache, wie du halt denkst. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, dein Name, Jessica, ist klein geschrieben. Schreib das doch groß und schreib Make-up groß mit Bindestrich. Sieht besser aus. Wirklich. Ja. Gut. Also, nochmal kurz eine Zusammenfassung. Banner. Ich kann dir das hier auch als Vorlage schicken, dann kannst du das bearbeiten, wie du willst. Banner ändern. Kanalinfo, bisschen mehr reinschreiben hier, was du machst. Und hier Instagram aktualisieren auf das andere, auf den anderen Account, beziehungsweise auf die andere Adresse. Hier die ganzen Social Media Sachen rein, also Instagram. Und ein Impressum kannst du, wenn du Bock hast, noch reinschmeißen. Ja, und mit den Tags halt, mit den Keywords, dass die in der Beschreibung und im Titel sind. Und ansonsten gibt es hier überhaupt nichts zu meckern. Dein Kanal ist super, gefällt mir. So, klar ist es nicht mein Thema, aber es ist alles gut. Also, du redest gut, du, ja, bist einfach gut, würde ich sagen. Jetzt ist wieder halt hier, was mir noch, was ich nicht erwähnt habe, dass hier sehr viel Text in den Thumbnails ist. Das ist wieder Geschmackssache, da kann ich jetzt auch nichts Schlechtes dazu sagen. Ich hätte halt weniger Text hier benutzt, ich hätte das irgendwie abgekürzt. Hier, iLook für jeden Anlass, meine Routine. Da hätte ich einfach irgendwie was anderes geschrieben. Oder schon das, aber anders. Und finde ich auch gut, dass hier schwarzer Hintergrund ist. Aber mir gefallen persönlich diese Thumbnails besser mit dem, Tapete da hinten, mit dem Zeug. Das gefällt mir besser. Aber das ist auch gut, alles. Die sehen halt alle so irgendwie einheitlich aus. Und hier ist immer anders, zum Beispiel hier bist du ganz und dann in schwarz, hier bist du ganz, da ist dein Gesicht, Profil, hier mit zwei, was ist das, Zahnpasta oder so, keine Ahnung. Und finde ich jetzt persönlich hier besser als da, aber auch nicht schlecht. Genau, jo, und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und dass dir das was gebracht hat und ja. Alles klar, dann sag mir einfach Bescheid und see you next time.